Schade. Sollte Ihnen, meine sehr verehrten Damen, Ihr Gattin eine Reise nach Afrika schmackhaft machen wollen, so sollten Sie dieses Angebot mit äußerster Skepsis betrachten. Mein Weib nicht mehr gern, man kann mit ihr nicht mehr verkehren. Und ich frag mich bloß, wie werd ich sie los? Schieße mag ich nicht, da komm ich vors Gericht. Ich schütt kein Gift in ihren Tee, ich hab ne bessere Idee. Ich fahr mit meiner Clara in die Sahara zu den wilden Tieren, denn mir wird immer klarer, ich muss die Clara unbedingt verlieren. Vielleicht kommt ein Löwe, wo Schreck schnappt meine Clara mir weg und ich komm ohne Clara aus der Sahara, wenn's alleine aus zurück, welch Glück. Wenn Sie noch etwas Geduld haben, es folgen noch zwei Strophen. Dann habe ich noch eine Idee, bevor ich auf die Reise gehe. Meine Direktion von der Union, lass ich sie versichern auf 1 Million. Pack ich die Sache richtig an, dann bin ich eingemachter Mann. Drum fahr ich mit der Clara in die Sahara zu den wilden Tieren. Denn mir wird immer klarer, ich muss die Clara unbedingt verlieren. Husch, husch, kommt ein Löwe, husch, reck, schnappt meine Clara mir weg und ich komm ohne Clara aus der Sahara ganz allein nach Ost zurück. Welch Glück! Jetzt ziehen die Ehepaare los, denn die Sahara, die ist groß. Jeder kommt ans Ziel, Löwen gibt es viel und im Notfall tut es auch ein Krokodil. Auch kommen Menschenfresser vor, drum brüllt der Ehekrüppelchor. Ich fahr mit meiner Clara in die Sahara zu den wilden Tieren, denn mir wird immer klarer, ich muss die Clara unbedingt verlieren. Husch, husch, kommt ein Löwe, husch, reck, schnappt meine Clara mir weg und ich komm ohne Clara aus der Sahara ganz allein aus zurück.